Viele werden sich fragen, was heute so vorgefallen ist. Ich hätte um 3 Uhr in einer beliebten Radiosendung sein sollen als Kandidat für den kroatischen Bundestag, fürs Parlament. Und es war eine Gegendarstellung geplant mit anderen Kandidaten. Das im Fernsehen habe ich ja ziemlich gut hinbekommen und habe gestern noch mit dem Parteichef gesprochen, habe ihm gesagt, ich werde heute alles regeln und bin dann vorher dort angekommen bei der Radiostation, um sich dann fertig zu machen. Und die meinten zu mir, was machen Sie denn hier? Sag ich denen, ja, ich sollte doch um 3 Uhr hier sein. Ich bin von der und der Partei. Und die erklärten mir, es wurde doch abgesagt wegen Corona. Wir haben ihnen doch Bescheid gegeben. Also ich habe jetzt 50 Kilometer, also insgesamt 100 Kilometer mit meinem Wagen gemacht. Dazwischen musste ich Pausen einlegen, weil mein Wagen, der ist alt. Und musste ich Öl nachtanken, weil er nicht heiß läuft. Und alles auf Eigenkosten. Also ich kam da an und die haben gemeint, wir haben doch allen Bescheid gesagt, die sich angemeldet haben. Und da sage ich dir, ja, musste man sich denn anmelden? Sag ich, ja, bis zum Montag. Also meine Partei hat mir gesagt, ich soll herkommen, hat mich nicht angemeldet, hat natürlich auch nicht gewusst, dass es abgesagt wurde und haben aus mir einen Idioten gemacht. Jetzt handelt es sich hier wohl entweder durch eine interne Sabotage oder ich habe es mit einem Idiotenverein zu tun. Ich bin zwar Träger in der Liste der Partei in 3 Bundesländern, aber habe mal nachgefragt, wie die anderen so sind, die in den anderen Parteiabschnitten. Und da sagt mir einer, ja, ich fragte ihn, ob er auch im Fernsehen war, die 5 Minuten. Und er sagte zu mir, nein, ich habe lieber einen Polizisten hingeschickt, der ist beim Volk beliebter. Da muss man doch bescheuert sein, wenn man sich für das Parlament bewirbt und man hat sogar Angst, vor die Kamera im Fernsehen zu treten, für einen Monolog. Wie soll denn so einer in einem Parteitag auftreten? Das ist doch bescheuert. Auch machen die jetzt Demonstrationen vor verschiedenen Fernsehsendern. Man würde uns nicht in die Medien lassen. Man lässt uns in die Medien, weil es gesetzlich vorgeschrieben wird, wie viel wir in den Medien Platz bekommen. Aber es wird sabotiert. Entweder man schickt keine Leute hin oder man macht irgendwas anderes wie jetzt oder man schickt Leute hin, die gar nicht hingehen wollen. Und deshalb ist man auch nicht in den Medien. Deshalb stimmt es nicht, dass wir irgendwie eine Medienblockade haben, weil wir bekommen so viel Platz in den Medien, wie viel gesetzlich vorgeschrieben wird. Wenn man mehr in den Medien sein, muss man das bezahlen. Und wir haben nicht mal Geld für Parteiausweise. Also ich bin jetzt Vertreter dieser Partei in 3 Bundesländern und ich habe nicht mal einen Parteiausweis. Wir haben keine Plakate, wir haben gar nichts. Ich wollte vor 3 Tagen einen Film drehen mit einem Vater von 6 Kindern. Habe nicht mal genug, okay, ich habe mir Minus genommen auf der Bank, um genug Benzin zu haben. Bin zu dem Mann hin, aber er wollte nicht auftreten, weil er nur Schlechtes von dem Parteichef gehört hat. Und mir war irgendwie mulmig, weil da sind 6 Kinder und du hast keine Süßigkeit mitgebracht. Und der hat mir selber 3 Gläser mit Honig geschenkt, der Mann. Weil er mich kennt. Er hat es nicht wegen der Partei gemacht, sondern wegen mir. Also wie gesagt, von wegen Ultra-Rechts, das ist hier eher Ultra-Behindert, was hier vor sich geht. Und wir haben es mit einer Sabotage innerhalb des Führungssystems zu tun. Ich werde für Volk und Vaterland jetzt mein Bestes geben. Egal, wie es ausfällt, am Sonntag sind die Wahlen, werde wohl auch aus der Partei rausgeschmissen, weil ich ja gewagt habe, darüber zu sprechen, wie hier der Hase läuft, aber es ist mir scheißegal. Ich habe bis jetzt mehr für die Partei erbracht, als der ganze Rest des Haufens.
Und das ist richtig schade. Wir brauchen keine Feinde von außen, wir brauchen keine Antifa, weil der Haufen in sich selber, der ist morsch und der taugt nichts. Aber es macht nichts. Es ist eher so eine Herausforderung, jetzt das Beste aus der Sache zu machen. Und jetzt fahre ich mal nach Hause. Ich hoffe, der Wagen hält es noch bis nach Hause aus. Und werde noch ein paar Filme drehen bis zum Freitag. Dann ist nämlich Wahlstille. Also man darf nichts mehr Werbung machen. Und mal schauen, wie es alles abläuft. Auf jeden Fall wollte ich nur berichten, dass man sich alles versucht habe, was geht. Aber wie gesagt, es handelt sich hier um Vollidioten oder es handelt sich hier um eine Sabotage innerhalb des Systems. Man kann das also nicht als rechts bezeichnen, den ganzen Haufen, sondern man müsste jetzt alles ausmisten und wirklich mal eine rechte Partei draus zu machen. Denn das ist nicht rechts, das ist nicht links, das ist eher so eine Art Anarchie. Nun gut, nun wisst ihr, was heute abgelaufen ist. Viele haben erwartet, mich im Radio zu hören, aber da ist nichts draus geworden. Tut mir leid. Es ist nicht meine Schuld, es ist die Schuld von der erfundenen Corona und von unseren Führern innerhalb des Systems.